So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir ein bisschen Ordnung ins Chaos kriegen. In 3, 2, 1, ab geht's. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach dem riesen Kuddelmuddel aus der letzten Folge. Und bevor wir hier großartig weiterbauen und unsere enge Produktionsreihe hier weiter ans Laufen bringen, würde ich sagen, holen wir uns erstmal Strom, oder? Damit der erste Scheiß schon mal anlaufen kann. Damit wir hier auch überhaupt mal ein bisschen weiterkommen. Und dafür würde ich sagen, Strom von da unten. Da fangen wir doch mal ganz stumpf mit an. Wir sitzen hier ein paar Wände drauf. So. Und dann kicken wir doch mal da unten rein. Das liegt auf der zweiten Ausbuchtung. Zack. 1 und 2 sollte entsprechend hier sein. Wir hauen da gleich nochmal den hier hin und setzen das etwas höher und dann holen wir uns von da unten Strom. Zack. Und ich sehe schon, wir hatten das beim letzten Mal höher. Mensch, ich hatte gerade ein bisschen das Reden vergessen, ne? Meine Güte, hier geht's hoch. Tada! Ist das so für mich okay? Nee, das geht so für mich auch, glaube ich. Ja, damit kann ich leben. So, das heißt, wir setzen jetzt hier erstmal ordentlich. Was ist. Achso. Ich habe mir noch keine Wände lang gezogen. Das machen wir jetzt mal zuallererst. Damit wir das auch ein bisschen rumziehen können. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt hier anfange, denn da will ich noch gar keinen Strom ziehen, aber das ist ja egal. So. Zack, zack, zack. Da einmal nicht. Da kommt nachher gleich eine Tür rein. Da kommt auch eine Tür rein. Na gut. Bauen wir 2 Türen. Warum denn auch nicht? Kann man ja mal so machen. Und brauche ich Eisenplatten. Na gut. Na komm raus. Davon sollten wir ja so einige rumliegen haben. So, wenn wir schon mal unterwegs sind, holen wir auch gleich Beton. Der ist nämlich auch fast leer. Und den haben wir zudem auch in Massen. Zack. Wie weit ist hier, sind hier unsere Schrauben? Oh, sagen nicht, unsere Schrauben sind durch. Das wäre ja der Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Dann kann das hier jetzt weg. Und der da auch weg. Und dann können wir theoretisch den nächsten leer machen. Das ist ja Wahnsinn. Zack. Machen wir ganz genauso. Als Provisorium natürlich nur. Und dann ist der Container auch weg. Und dann können wir das doch oben hin umleiten. Das ist ja, also ich habe schon nicht mehr damit gerechnet, dass die Schrauben mal irgendwann fertig werden. Aber gut. So, weiter geht's. Wände ziehen. So viel Zeit muss sein. Und dann tatsächlich, also ich gelobe ja Besserung. Ne? Ihr kritisiert alle zu Recht, bau nicht so eng, bau nicht so eng, bau nicht so eng. Und ihr habt vollkommen recht. Also wirklich von vorne bis hinten. Und das wird in der nächsten Halle oder dem nächsten Komplex auch definitiv anders werden. Aber hier ist nun mal noch alles eng auf eng. Ne? Müssen wir durch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. So schiebe ich das jetzt hier auch so rüber. Und wirklich, die nächste Fläche werde ich echt riesig bauen. Also wirklich riesig. So dass ich da ganz bequem über mehrere Ebenen das Ganze richtig schön, schön machen kann. Klingt doppelt gemobbelt, ist aber so. So. Dann sind wir gleich schon mal rum. Verbinden wir erstmal. Das missfällt mir hier eigentlich, ne? Aber gut. Was tut man nicht alles für die Symmetrie? Zack, zack, zack. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so viele Nupsis hinsetze. Ist eigentlich gar nicht nötig, aber gut. Was man hat, das hat man.
glaube, hier, den nehme ich nochmal weg und mache da mal so einen Doppelten hin. Ziehe das einfach aus lang. Und spare mir hier ein, zwei Schritte. Hier nehme ich das gleiche. Zack. Und dann haben wir schon mal Ströme. Die ich mit Hängen und Würgen noch sehen kann. Aber okay. Ich muss die Höhe erstmal wieder reinkriegen. So, jetzt passt's. Und dann läuft auf jeden Fall gleich schon mal die zweite Reihe Stahl. Das ist doch herrlich. Nee, ich gehe rum und mache das von hinten. Ich glaube, das gefällt mir besser. So, so, so. Und dann sind wir hier erstmal fertig. Und können die Schmelzen schon mal, weil die Gießereien schon mal Strom bekommen. Okay. So, dann müsste das ja gleich laufen. Denn wir müssen ja hier irgendwie schon mal den ganzen Kram vollkriegen. Na komm. So. Und es werde Licht. Es werde Licht? Ja. Wieso hast du kein Licht? Da sollte das zweite Kabel hin. Okay. Oh, dann seid ihr hier noch gar nicht angeschlossen. Das ist ja doof. Das macht ja keinen Sinn. So. Ich gehe mal gleich rüber. So, so und so. Und dann kannst du hier schon mal raushauen. Herrlich. Hier lassen wir erstmal vorlaufen. Wie wir das ja immer so machen. So, und dann waren wir hier fertig mit... Ich weiß gar nicht, was wir hier gemacht haben. Ich jetzt mal einstellen sollen, wa? Was war denn hier der Plan? Das ist ja mal reichlich doof. Ich glaube, es war Schrauben, oder? Was? Schrauben? Was brauchst du denn hier? Schrauben und Eisenplatten. Ja, dann waren das garantiert die Schrauben. Ihr macht Eisen. Ne, es können keine Schrauben gewesen sein. Dann waren es Eisenplatten. 30 pro Minute. Zack, das sind 20. Ich glaube, wir takten das Ganze nochmal runter. Sparen ein bisschen Strom. So, dann sind wir bei 40. 40 brauchen wir aber nicht. Hier müssen nur 15 produziert werden. Zack. Und hier auch. So. Und dann läuft das auch sauber. Und hier haben wir 30 Output und 30 in, von dem wir jetzt eigentlich auch gar nicht so viel brauchen. Na gut, wie dem auch sei. So, dann sind wir jetzt bei Schrauben. Wir brauchen pro Minute 60. Ein Konstruktor haut raus. Hm. 40. Das heißt, wir brauchen nur zwei davon. Okay, das ist ja erstmal so weit, so gut, möchte ich sagen. Und was brauchst du hier hinten? Eisenstangen und versteckte Eisenplatten. Versteckte Eisenplatten kommen von hier. Und Eisenstangen. Okay, Eisenstangen muss ich so oder so produzieren. Wir rechnen mal durch. So. Meine Güte, eng auf eng. Aber okay. Das bleibt uns jetzt erstmal erhalten. So. Zack. Also du kannst definitiv einmal Eisenstangen rausholen. Das sind 15 pro Minute. Und du brauchst 12. Das ist ja erstmal gut. Gut. Ihr macht schon Schrauben. So. Brauchen wir 10 Eisenstangen pro Minute. Also
15. Brauche ich gar nicht so viele. Ich glaube, mir reichen dann die beiden Konstruktoren, die ich habe. Das ist ja super. Also ihr haut... Ihr braucht 10. Ich brauche also 20. 32. Ach scheiße, 32, ehrlich. Naja, ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay, und ihr werdet das... Das hier werden wir nicht brauchen. Das bauen wir dann anders hin. Zack. Dann machen wir einmal so. Und... Eigentlich können wir auch weiter nach hinten gehen. Du brauchst... Du kriegst schon alles, okay. Dann schaffen wir uns nochmal ein bisschen Platz. Das ist ja erstmal nicht schlecht. So. Direkt an der Tür ist auch schön. Naja, gut, wir brauchen dahinter aber ein bisschen Luft. 1, 2, 3. Das werden die Schrauben, das werden... Ja. So. Das heißt, hier brauchen wir nochmal 2 Schmelzen. Es tut mir leid, es wird einfach nochmal eng auf eng hier vorne. Das geht leider nicht anders. Irgendwie müssen wir das ja geschissen kriegen hier. So, die kommen von da, den können wir hier ansetzen. Eins und zwei. Und hier machen wir dann gleich die Eisenstangen. Brauchen wir auch nur 2. Obwohl, nee, ich brauche glaube ich sogar nur eine Schmelze, ne? Da wären 30 Barren draus. Und du brauchst nur 15. Ja, super. Dann kann hier eine wieder weg. Guck mal, bäh, nee. Sowas will ich nicht. Passt das? Ne. Ja, aber gut. Können wir eigentlich auch so machen. Und dann sieht das immer noch scheiße aus, aber wie sind das hier hingekommen? Wollen die mich rollen? Ach ja, Markus. Verstellt sich hier alles. So, dann geht das erstmal sauber rum. Zack, dann können wir hier hinten erstmal eine Wand langziehen. Zack. So. Ich meine, soll mir mal einer nachsagen, dass meine Fabriken nicht effizient sind, ne? Also, auf wie wenig Platz ich hier einen Haufen Scheiße quetsche, ist fast schon sagenhaft. So, dann machen wir uns hier gleich eine Wandhalterung dran. Zack. Kommt das her? Von da kommt das. Machen wir es höher oder machen wir es nicht so hoch? Eigentlich brauchen wir es... Na, ich würde schon gerne noch drunter durchlaufen können. Ja. Müsste dann passen. Bis hierhin. Ne? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Das heißt, wir müssen das mit dem hier machen. Mit dem geht das nicht. Ach komm schon. Das ist doch asig. Alles wieder weg. Und nochmal bitte. Nein, den nicht. Den wollen wir. So. Dann machen wir einfach mal so. So, und dann müsste das doch hinkommen. Oder auch nicht, weil uns ein Stückchen fehlt. Ärgerlich. Ist auch geil, dass man davon unendlich viele übereinander bauen kann, oder? Ach komm. Warum habe ich den jetzt höher gebaut? Ich weiß es nicht.
So, das müsste passen. Das passt natürlich nicht. Herrlich. So, und jetzt. Ja, sehr schön. Genau auf Reihe. Zack. Dann können wir hier weiter rüber gehen. Oh Gott, wo sitzt der jetzt? Knapp da drunter. So. Müsste so sein, ne? Und so. Zack. Hallo Hund. Schön, dass du auch da bist. So, und dann brauchen wir hier entsprechend zwei Konstruktoren noch für... So, was ist da jetzt im Weg? Da ist gar nichts im Weg. Ich habe keine schweren Eisenplatten mehr. Hups! Wie konnte denn das passieren? Mein Hund rennt schon wieder verwirrt durch die Gegend. So, füllen wir einmal wieder auf. Und Kabel nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon dabei sind. Zack, dann läuft das. So, in meiner ach so ordentlichen Fabrikhalle. Hä? Aber wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Ich muss hier nur noch zwei Konstrukteure hinkriegen, dann ist alles eigentlich tutti. Aber sowas von Kotzkranze, leck mich fett. Und jetzt kriege ich hier... Das passt glaube ich nicht. Da wollte ich hin. Fördermann Splitter. Boah, ich kriege hier tatsächlich einen zwischen. Ich werde wahnsinnig. So, du kriegst von da und gibst nach da. Das nervt mich dann. Dann sollen die auch schön nebeneinander sitzen. So. Oh, voll lauter Pfeilen sehe ich, komme noch durch. Entschuldigung. So, jetzt muss ich hier jetzt mal gucken. Von da kommt's, okay. So. So müsste es passen. Jo. Aber da natürlich nicht mehr, aber das ist gar nicht schlimm. So, und hauen wir hier wieder zwei Konstruktoren hin, so dass es passt. Eins und... Boah, noch enger geht nicht. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob ich es ein Meisterwerk nenne oder Fabrik des Grauens. Ich bin froh, wenn ich hier fertig bin, auf jeden Fall. So, von da kommend. Darüber. Na komm. Da haben wir es drin. Da bin ich verrutscht. So ein Scheiß. So. Ist das der richtige? Fördermann Splitter, ja. Von da kommend, darüber reichend. So. Ach komm. Und dann steht das, dann steht das, dann steht das. Ihr beide macht Eisenstangen. 15 und 15. Haben wir 30 Eisenstangen. Und ihr macht Schrauben. Zweimal. 40, 80. Und du brauchst 60. Und wir kommen da aber nicht mehr hin. Ah, ich kotze im Strahl. Ich kotze massiv im Strahl. Gut, aber da überlegen wir uns dann auch noch was. Daran soll es ja nur am Ende nicht hapern. Das sieht so scheiße aus, ey. Meine Güte. Ich komme hier hinten nicht mal mehr irgendwie hin, außer wenn ich hier rüberspringe. Oh, schrecklich. Schrecklich. So, du brauchst die Schrauben. Die kommen von hier. Irgendwann mal. Das wird hier jetzt noch schlimmer, weil ich noch zwei Fusionatoren hier hinbauen muss. So, du nach hier und du nach da. So. Und so.
dann gebt ihr das nach hier weiter. Passt das? Ne, das passt natürlich nicht. Das heißt, wir müssen das hier hinten rumziehen. Das machen wir mit denen hier. Wie wirst du eigentlich versorgt? Gar nicht, oder? Ist ja auch herrlich. Oh, diese Fabrik nervt mich, ganz ehrlich. Die nervt mich so unglaublich. Ich wünschte, ich hätte hier nicht angefangen, den Kram einzusetzen. Das muss ich gerade erstmal gucken. Wir sind ein zu früh tatsächlich. Ich möchte diese Fabrik hier nicht fertig bauen. Imogni. Na komm. Aber jetzt habe ich angefangen. Jetzt gibt es keinen Weg zurück eigentlich. Zack. So. Kommt das hin? Ja, das kommt hin. Die produzieren für was ganz anderes. Okay, dann kriegen die auf jeden Fall erstmal. Dann legen wir jetzt erstmal diesen beschissenen Strom hier noch lang. Ohne Scheiß, ich mag nicht mehr. Ich mag diese Fabrikhalle nicht mehr. Die nervt mich, und zwar ultimativ. Und ihr werdet euch das jetzt die ganze Folge über anhören dürfen, wie sehr mich das Ganze nervt. Das tut mir auch fast ein bisschen leid. Aber dafür wird die nächste umso cooler. Verdammt noch eins. So geht's ja nicht weiter. Komm mal hoch hier. Dann können wir das jetzt mal auf die 1 legen. Danke. So. Da baue ich eh am meisten mit. Dann kann das da auch im Shortcut liegen. Ja, war's getroffen? Ja. Zack. Das war glorreich weit. So. Oh ja, auch ganz schön Kabel hier verballert. Meine Güte. So, wie mache ich das denn mit euch da? Da müssen erstmal Wände lang. Wand, 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 Wand. Warum kann ich da jetzt keine Wand ziehen? Sag nicht, du bist im... deswegen. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Meine Güte. Was für ein Unrumpf. So. Zack, zack. Ja, so machen wir es. Kriegt ihr beiden damit erstmal Strom? Rödel, rödel, rödel. Ihr habt aber noch kein Eisen. Wieso habt ihr noch kein Eisen? Wenn ich das wieder abgebaut hatte, würde ich mal einfach vermuten. Wo habe ich das denn lang gebaut? Was ist das denn? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die passt ja hinten und vorne nicht. Warum habe ich das so gebaut? Verrat mir das mal einer. So. Dann machen wir das so. So. Führen das nach da und dann nach da. Was, glaube ich, der falsche Eingang ist. Oder ist es der richtige? Nobody knows. Wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Hier. Glaube ich. Hoffe ich. Wünsche ich mir. Ja. Oh Gott. Ich brauche es tatsächlich in beiden. Ja, das ist ja auch gut. Zack. Der erstmal. Kann hier ordentlich schon mal reinhauen. Aber dann musst du tatsächlich weg. Und du musst da hin. Und dann ist das da genauso beschissen gebaut. Das ist ja super. Ey. Weg damit. Dann bauen wir nochmal so einen hier.
zack und zack. Vielleicht von da und das. Jetzt habe ich keinen Stahl mehr. Ich drehe durch. Meine Güte. Was ich hier an Ressourcen verballer. Das ist immer wieder sagenhaft. Der, war hier gerade Stahl drin? Tatsache. So, und dann kriegen wir das jetzt endlich daran. Zack, die Wand da kann im Übrigen weg. Die wird dicht gemacht. Und dann läuft das doch. Irgendwie zumindest. Wollte mich rollen? Das ist ein Scherz. Das sieht doch schon besser aus. So, dann haben wir da oben Eisen. Und dann kann das schon weitergehen. Ich könnte mal gucken, wie weit die Stahlproduktion ist. Das läuft, das läuft, das läuft. Ihr müsst noch nicht laufen. Ihr lauft erst, wenn ihr Vorlauf habt. Ihr habt theoretisch einen Vorlauf. Dann kriegt ihr Strom. Einer so, einer so. Dann können die schon mal anfangen. Dann müsst ihr jetzt auch anfangen können. Ja, da liegt genug voll. Ihr kriegt das von da. Dann läuft hier jetzt auch Stahl. Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. Warum habe ich keinen Strom mehr? Was ist los, meine lieben Kohlekraftwerke? Ich befürchte, Wasser ist alle. Bei meinem Glück ist es immer Wasser. Oh Mann, halbe Stunde vergangen und jetzt beginnen die echten Probleme. Von wegen kein Platz und so. Am Arsch. So, gucken wir mal. Was ist hier los? Ui. Da ist die Leistung abgefallen. Warum ist die Leistung abgefallen? Die sind proppevoll. Habe ich zu wenig Kohle? Ich habe hier auf jeden Fall... Okay, entweder stimmt Kohle nicht oder es stimmt Wasser nicht. Da fällt es wieder ab. Wir gucken einmal nach hinten durch. Ich vermute, es ist Kohle tatsächlich, die mir ein bisschen fehlt. Ja. Es fehlt an Kohle. Na, das müssen wir ändern. Dann müssen wir hier... Ach, ich pumpe hier schon zu. Ach du Scheiße. Kommt schon einmal extra. Was ist das denn hier? Ja gut. Kohle ist das kleinere Problem tatsächlich. Warum habe ich denn hier diese Mini-Förderbänder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, dass ich hier mehr brauche, ist ja nun... Ist absehbar, möchte ich aber mal sagen. So, da steht die Kohle. Könnt sie hier halt nochmal splitten. So, hier kommt jetzt erstmal nach. Fließt wahrscheinlich alles nach hinten. Aber warum kommt hier so wenig? Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, was hier ankommt. Na gut, es wird hier gedrittelt, ne? Das ist einfach dann auch nicht so viel. Hm. Zeit, dass ich Sprengstoff kriege. Ist hier Förderbänder dazwischen? Ja, logischerweise.
Rudel, Rudel, Rudel. Ich kann das jetzt erstmal wieder alles volllaufen lassen, aber das bringt irgendwie auch nicht so viel. Gib mir trotzdem wieder die Kohle aus. Über kurz oder lang. Ja, das ist schlecht. Wie muck ich dies? Erstmal kommt es wieder an, weil wir brauchen die Kohle. Das ist schon ganz schön viel, was ich hier abnehme. Zack. Wieso kommt hier nichts mehr? Ach, da kommt es wieder. Fein, fein. Ich brauche mehr Kohle. Das ist die, die da von da hinten kommt. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hoch. So. Wie sieht's denn hier aus? Ihr seid alle leer. Und hier steht die Kohle tatsächlich. Warum steht denn die hier? Da kann er was von weg, oder? Würde ich doch einfach mal sagen. Zack. Dann machen wir doch einfach mal so. Und so. Und hier kommt ein Fusionator ran. Ach, scheiße. Zack. Nee. Hä? Ja, doch. Alles richtig. Wieso kommt hier keine Kohle? Was ist denn da los? Okay, gut. Erstmal hier oben Splitter. Zack. Und dann machen wir hier unten einen Fusionator. Zack. Gehen da ran. Und gehen da... Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja gut, dann mache ich es hier. Dass er jetzt nicht weiter will. Ne, den Strom wohl behalten. So. Das nach da. Und... Na komm. Das nach da. Da oben den Splitter ran. Zack. Und hier unten den Fusionator. Ach komm. Ja, ich weiß. Kommt gleich wieder. Dahin weg. So. Dann den Lift. Der ist damit dran schöbelt. Okay, jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen Kohle nach. Muss ich da schon mal nicht gucken. So, und jetzt sollte das Band da oben eigentlich auch ganz gut erstmal nachpumpen. Sehr schön. So, das hätten wir. Damit sollte doch das Stromproblem erstmal gelöst sein. Ich habe hier natürlich immer noch keinen Leiter. Na gut. Nehmen wir den Umweg. Völlig in Ordnung. So, jetzt schmeißen wir unsere Kraftwerkchen wieder an. Und dann läuft das jetzt hoffentlich durch. Wir haben die Kapazität massiv erhöht jetzt gerade. Oder auch nicht. Hat der da hinten noch keine Kohle? Meine Güte. Meine Förderbänder sind zu langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ist auch nichts drin. Ja gut, war eine ganze Zeit Ruhe jetzt, ne? Das muss erstmal nachlaufen. Jetzt kommt's. Und bis da hinten was ankommt, ist ja wahrscheinlich alle schön leer gerockt, ne? Naja, das geht noch. Ja. Wir lassen das erstmal aufstocken und bauen erstmal weiter. Und ich glaube, die Sicherung können wir an jedem Generator nachher... Was ist das denn hier? Ey! Können wir eh nachher am Minengenerator machen und dann ist das eh wurscht. Gut, alles steht. Aber gut, das muss erstmal auffüllen. Hilft alles nichts, ne? Zack. Hilft ja alles nichts. So, dann müssen wir nachher mit dem Lagersystem weiter gucken. Bist du schon leer? Oh, du bist schon leer.
ist ja wunderbar. Was ist da jetzt drin? Stahlträger. Ich bin voll mit Stahlträgern. Das ist ja irre. So, da ist noch kein Anschluss dran. Dann machen wir das jetzt zuerst. Zack. Achso, jetzt laufen Schrauben. Hallo. Und trotzdem brauchen wir von hier. Na komm. Zack. Natürlich ist das zu lang. So. So. Na nü. Ja, hallo. Warum sollte was kommen? Wir haben Strom aus. Markus ist manchmal auch klug, ne? Was machst du denn hier? Alter, wie ich den überhaupt nicht gesehen habe. Meine Fresse. Aber gut, wir waren hier. Und bei weiteren Problemen, die ich noch habe, weil ich hier irgendwelche Förderbänder langlegen muss und noch nicht weiß wie. So. Ziehe ich hier noch eine Zwischenebene rein? Wahrscheinlich werde ich das müssen. So. Ihr spuckt irgendwann die Stangen aus. Und dann müssen die alle hier hinten ran. Und dann brauche ich hier auch noch Eisenträger. Was für eine Scheiße. Die ich eigentlich gar nicht bräuchte. Ich könnte das eigentlich von denen hier irgendwie abzweigen. Aber dann habe ich hier noch mehr Kuddelmuddel. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Meine Güte. So. Gut. Jetzt kommen hier erstmal Splitter hin. Einer noch da. Einer noch da. Und ihr merkt, ich will das Ding einfach nur noch fertig haben. Ich hab, was ist denn dein Problem? So. Und dann kriegst du von da. Sehr schön. So. Und so. Das ist dann voll versorgt. Jetzt muss ich dich nur noch irgendwie mit Barren versorgen. Das war mit 15. Und jetzt kommt's, ich brauche da doch wieder die zweite Schmelze. Weil ich den wieder nicht bedacht habe. Du machst Eisenplatten. Du machst Eisenstangen. Und zwar 30 Stück und benötigst 15. Und du machst 30. Ja, natürlich brauche ich eine zweite. Scheiß, noch eins. Nee, muss ja gar nicht. Ich hatte ja vorhin genug Platz, dann habe ich jetzt immer noch genug Platz. Meiner brauche ich nicht. Ich brauche eine Schmelze. So. Dann kommt das hier erstmal weg. Dann kommt ein Splitter. So, also, dass wir hier oben dann erstmal genug haben, sobald wir das hier irgendwie fusioniert kriegen. Zack. So müsste das passen. Dann ein Fusionator, der garantiert gleich viel zu nah dran ist. Das passt nicht. Das wird doch nie im Leben was. Ach du meine Güte. Ich muss mal eben da hoch. Zack. Zack, zack. Das wird nie was. Im Leben nicht.
Das wäre ja auf einen Millimeter. Als wenn ich auf einen Millimeter bauen könnte. Im Leben nicht. Na. Ach komm. Das wird doch nie was. Wenn der da dran hängt, fress ich einen Besen. Jetzt hängt er dran. Wie gut war das? Ja, schön. Das sitzt dann auch. Der braucht noch irgendwo hier Strom. Kriegst du von hier. So, das heißt, wir müssen aber hier hinten auch noch wieder einen Fusionator rankloppen. Und dann passt das hier wieder nicht vernünftig. Doch, das kriegen wir trotzdem hin. Moment. Man muss nur wissen, wie. Einen Fusionator brauchen wir nicht. Wir brauchen natürlich einen Splitter. So. Müssen wir dann da einmal rumführen. Komm, hör da auf, ey. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Was für eine Scheiße. Kommen wir da wieder nicht dran vorbei. Oh, ich kotze im Strahl, ey. Was habe ich mir hier nur für eine Scheiße ausgedacht? Ein riesen Kuddelmuddel. Und ich habe hier noch nicht mal die Schrauben da hinten. Das wird jetzt noch richtig ätzend. So. Nicht da runterfallen. Komm, hoch da. Wie Muckidees. Ich will nicht nach oben. Doch, ich muss weiter nach oben. Hilft ja alles nichts. Zack. Nicht genügend Freiraum. Natürlich ist das so. Wie sollte es auch sonst sein? Dann ziehen wir das mit der Decke lang. Passt das mit denen dann noch? Ja, das ist okay. Okay. So. Ich krieg das alles irgendwie hin. Nicht gut, aber ich krieg's hin. Zack, zack, zack. Gucken, wie weit wir müssen, aber das sollte passen. Na, das. Das. Ach komm. So. So, dann sind wir hier hinten. An dem letzten Puzzlestück angelangt. Das ist doch schon mal gut. Natürlich sind wir ein Müh zu weit. Wäre auch zu schön gewesen, hätte das irgendwie gepasst. So, so, so. Und dann passt das immer noch nicht. Nochmal einer dahin. Und jetzt aber. Ja. So. Du brauchst die, okay. Der braucht noch die. Das kriegen wir doch alles hin. Ich meine, hier ist eh alles voll geschissen. Da ist es mittlerweile auch fast egal, wie ich baue, ey. Es ist alles schon so ekelhaft. Nicht genug Freiraum. Warum auch? Warum sollte das auch so sein? Förderband zu steil. Okay. Gut, dann. So. 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 Fertig. So, so, so. Eins, zwei. Und eins, zwei. Saubere Kurve, schön. Ah, herrlich. So, weniger zugeschissen als gedacht. So, damit läufst du vollständig. Zumindest wenn du jetzt von dem... Ach, komm schon. Ja, Fusionator.
Der gibt das nach da und der wiederum nach da. Und dann kommst du von hier nach da und von hier nach da. Und von hier nach da tatsächlich. Und wenn ich das irgendwann nochmal umbauen muss, kriege ich Pickel. Und zwar nicht zu knapp. So, wir kommen hier noch irgendwie ran. Wir müssen da ganz schön weit nach oben gehen. Um dann da einen Mast hinzubauen, der hoffentlich von hier irgendwie kommt. Aber dann noch weiter nach hinten muss. Ungefähr so. Kommt das hin? Ist das gerade? Das ist tatsächlich sogar gerade. Wahnsinn. So, dann führen wir das bis hier irgendwie rüber und dann habe ich die Fresse voll von dieser Fabrik. Ach komm schon. Jetzt gehen wir hier doch nicht abschließend noch richtig auf den Nüssel. So. Da ist tatsächlich eine Steigung drin. Ah, egal. So. Da ist Eingang. Ab nach oben. Wie hoch ist der da? So. Ach, ehrlich. Müssen wir echt einmal nach hinten? Wenn ich den einen höher setze. Wir gucken mal. So. Und dann hier rüber. Ja, das sieht feiner aus. So. Du kommst nochmal weg. Und du auch. Ich wollte gerade sagen, wie, das hat doch eben noch geklappt. Wie kann das denn sein? Ein mehr nach da und... nur los. Ach, ich hatte ihn hier dran, ne? Seht ihr noch irgendwas? Ich sehe nicht mehr. Ich sehe selber nicht mehr durch. Ist das nicht... so. So. Und so. Gut. Ich glaube, jetzt passt das alles irgendwie. Jetzt ist der zu hoch. Das sehe ich doch so. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir es. So, und jetzt kotze ich nämlich weiter. Jetzt will ich die hier raufbauen und es geht nicht mehr. Ah, wir gehen einen Stockwerk höher. Ich baue jetzt einfach einen drauf. Das ist also jetzt ist ja irgendwann ist auch mal gut. So. Hat hier alles irgendwie Strom? Wahrscheinlich auch noch nicht. Ich will nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Meine Güte, geht mir diese Halle auf den Trichter. Und jetzt ist ja auch was tief geworden. So. Jetzt passt's. So, dass du auch Strom kriegst. Und jetzt werdet ihr alle nur noch stumpf angeschlossen. Ich schmeiß gleich den Strom wieder an und dann... läuft das alles irgendwie? Hauptsache es läuft. Meine Güte, die beschissenste Produktionslinie, die ich je gebaut habe. Ich bin mir ziemlich sicher. Na, das jetzt snappt da schon ein. Wenn man selbst von seinem Werk genervt ist, ey. So, hat hier alles Strom? Du hast Strom, du hast Strom, du hast Strom, du hast Strom. Ihr habt noch nicht ganz alle Strom. Dann nochmal von da. Du hast auch noch keinen Strom. Ja gut, du brauchst auch noch keinen Strom. Da ist das noch relativ bums. Die haben auch alle Strom. Die haben alle Strom. Die haben alle Strom. Die haben auch schon angefangen. Okay. So, wo muss der Stahl eigentlich hin? Den brauchst du, ne? Ja. Stahl und modulare Rahmen. So. Mal, wie es von A nach B laufen kann. Ne, das machen wir anders. Das machen wir auch mit denen.
Zack. Zack. So, dann hast du das. Dann brauchst du nur noch den Stahl. So. So. Ach komm. So. So. Und dann nehmen wir tatsächlich so und so. Ich hoffe, das geht. Geht das? Ja, sehr schön. Ich sollte mir diese Wanddinger tatsächlich auch mal ins Schnellbahnmenü irgendwie reinholen. Sind ja eigentlich ganz cool. Ich glaube, die gibt es auch noch als Doppelte, oder? Oder habe ich irgendwie sowas? So. So. Bis hier und dann. Scheiße. Natürlich zu hoch. So, sehr schön. So, dann kann der theoretisch auch Strom kriegen und dann will ich hier einfach nur noch weg. Ich will dahin, wo es schön ist, weg. Das ist ein Graus, dieses Gebäude. Ein absoluter Graus. Aber ich kann hier noch nicht weg, weil ich verdammt noch eins da noch eine Decke reinziehen muss. Aber gut, halb so wild. Hui. Ich snap hier erstmal die Sicherung wieder rein. Sehr schön. Da bricht auch nichts mehr ein. Und Leute, ich verschaffe euch jetzt mal hier einen Ausblick. Ne? Als nächstes geht's hier hin. Ich habe da ganz viel Fläche und da werden wir ganz viel mit anfangen. Würde ich einfach mal sagen. Entweder hier oder wir gehen auf die andere Seite. In jedem Fall, ja, wir bauen dahinter weiter. In jedem Fall mit mehr Platz. Ich meine, das sieht ja von außen schon ganz cool aus, ne? Wie das da alles vor sich hin werkelt. Gefällt mir. Anders als dieses Rotzding hier. Ich meine, das geht ja alles noch. Aber der Scheiß da hinten halt. Gut, ziehen wir da noch Wände lang. Und dann haben wir diese Phase meines Lebens zum Glück auch abgeschlossen. So, dann nehmen wir dann aber tatsächlich, dass ja die einzige Seite hier ist mit denen hier. Lassen wir auch nochmal ein bisschen Licht rein. Wir sind ja dann keine Unmenschen. Und es führt alles sauber am Berg vorbei, das ist doch schön. Alter, hier findet sich doch kein Aas mehr zu retten. Also manchmal habe ich mit diesen Stiefeln echt so meine Probleme, ne? Merkt man das? Ich denke schon. Na komm. Da und da. Oh, da kommt man ja kaum noch. Na, komm. Komm. So, geht's hier weiter. Was soll der Geiz? Ich meine, da bräuchte ich das eigentlich schon gar nicht mehr. Ich könnte das abstufen. Das finde ich gut. Das mache ich. Ja, das mache ich. Doch, doch. Ja, dann machen wir nämlich einfach den einmal so und so und so und so. Und meine Güte, ist das kotze eng. Und daneben hauen wir dann nämlich einfach die hier. Zack. Zack. Na komm. Nicht genug Freiraum, willst du mich rollen? So, denn ehrlich, der ist zu hoch. Der kann auch nicht. Also da passt. Ach so. Wie machen wir denn das? Der müsste dann ja so. Ne, machen wir es halt ein Müh später. Ist jetzt auch nicht, was er will, ne? Machen wir das so? Ja. Und den gehen wir dann erst runter. Okay. Scheiße. So. Und dann sollte das passen. Und zwar hoffentlich flächendeckend. Nicht, dass hier jetzt nochmal einer auf die Idee kommt. Oh nö! Das fehlt aber doof. Hier kommt auch nicht mehr so viel Eisen an.
da werde ich da hinten wohl auch nochmal aufstocken müssen. Wir haben definitiv zu wenig Rohmaterial. Oh. Eisenplatten ist aber auch schon voll. Und zwar nicht zu knapp. Ach komm. Das passiert mir auch immer wieder, ne? Ich da eine Mühe zu viel habe. So. Komm schon. Jetzt ziehen wir erstmal die Wände weiter. So. Und dann hat dieses Trauerspiel ein verficktes Ende. Na komm. Gut, da haben wir. Und weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich keinen Beton mehr. Gut, dass das um die Ecke ist. Ach komm. Müssen wir nicht geizen, ne? Na nun. Du hast nur 50%. Warum das denn? Dreißig. Wieso habe ich denn hier zwei dran? Das ist ja totaler Blödsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weg damit. Der schickt das darüber, das macht noch viel weniger Sinn. Was habe ich mir denn hier gedacht? Also darüber schicken macht ja vielleicht noch irgendwie Sinn, aber alles andere ist irgendwie Blödsinn. So, du pumpst es da raus und das geht darüber, okay. Dann kommt von hier nämlich auch gar kein Eisen mehr. So. Jetzt macht das alles wieder irgendwie Sinn. Was habe ich denn da in irgendeinem Vollrausch gedacht? Also das... Also, nee. Ich bin... Also da wird sogar ich sprachlos. Was auch immer mich da geritten hat. Ach komm schon. Gib mir das Ding da weg. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Dieses dunkle Kapitel ist gleich für immer unsichtbar. Ist das nicht schön? So, wie bauen wir hier die Wand? Da machen wir eine Dichte, ne? Also, ja, ne? 1, 2, 3. Ach, da fehlt doch echt nur ein Mühe, ey. Das ist doch scheiße. Gut. Dann kommt da die ran. Und da die. Zack, zack. Ist das fertig. Und dann brauchen wir hier nur noch die rumziehen. Ja, da bräuchten wir jetzt diese Eckdinger. Können wir die nicht kaufen? Oh, mal gucken. So langsam müsste ich doch ein bisschen was geschreddert haben. Muss sich doch mal langsam gelohnt haben. Oh, Autosave. Stunde ist rum. Aufnahme sagt aber 58 Minuten. Ist auch interessant. Wie kommt es denn zu der Diskrepanz? Zack. Zack. Ab an Schredder. Wie viel haben wir hier? Na, 9 ist doch schon mal... Damit kann man noch arbeiten. Hab ich hier noch welche liegen? Ah, nochmal 2. Und hier? Hier nicht. So, dafür bräuchten wir jetzt... Ach, hier kann man sie dann, die Verbesserten, kaufen. Schön. Fundament. Das wären doch dann, ja, die Eckstücke hier. Die nehmen wir doch einfach mal. Fahrzeuge ist drauf geschissen. Gehwege wüsste ich nicht, warum ich die nochmal kaufen sollte. Statuen ist Quatsch. Ist auch Quatsch. Ist auch totaler Quatsch. Da brauche ich 8 für. Na gut. Dann kaufen wir das erstmal. Haben wir das auch endlich. Schön.
Wenigstens da geht's mal weiter. Hab ich hier eigentlich einen Weg nach da oben? Nee, ne? Das ist ja voll assi. Was für ein Kudelmudel. So, läuft das hier? Wieso arbeitet ihr nicht? Braucht Eisenbahn. Wieso habt ihr keine Eisenbahn? Von wo kommen die? Eigentlich von hier. Was ist hier los? Oh. Du weißt nicht, was du machen sollst, richtig? Ja, ich hab's mir gedacht. Okay. Das läuft auch. Kommen wir zurück zur Decke. Wenn ich da denn irgendwie irgendwann mal hinkomme. So, komm, hoch mit dir. So, boah. Glorreiche Sprünge hier. Zack. Ab drauf. So. Da muss noch so eine. Da muss da nochmal eine Wand hin. Und dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier haben. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Das ist ja schön. Quatsch, das wäre dann so einer hier. Ja. Der dahin. Und. Brauche ich gar nicht. Kann man ja so machen. Und der da. Das ist ja der Wahnsinn. Wupp, wupp. Gefällt mir. Zack. Zack, zack. Jetzt kann ich hier so ein bisschen schön Ecken bauen. Das finde ich ja toll. Da bin ich ja grundsätzlich erstmal Fan von. So, damit das einheitlich aussieht, geht das so. Und das ist mir, glaube ich, wurscht. Und da kann ruhig so eine Kante drin sein. So. Damit ist Projekt... Ach nee, da ist noch... Ein Loch in die Wand. Das ist nicht schön. Also ich lasse hier eine Menge mit mir machen, aber das nicht. Okay, da muss eine dichte Wand hin. Wie sieht es daneben aus? Da ist, glaube ich, nur noch Gestein, ne? Ja. Dann nutzen wir das Gestein als Wand. Okay. Nach oben hin ist alles dicht. Schön. Dann können wir jetzt theoretisch... Und das sieht doch so aus, als würde er das schon machen. Ja! Vielseitiger Rahmen. Nur 80%. Warum? Weil modulare Rahmen anscheinend nicht volle Lotte laufen. Warum denn? Ja, es geht jetzt langsam hoch, ne? Ich glaube, ich mache mal einmal so und ich mache mal einmal so. Und dann sollte das auch was werden. So, dann brauchen wir das hier nur noch abführen. Herrlich. Und das machen wir ja nachher denn hier draußen. Aber vielleicht nochmal einen höher irgendwann. Weil so ist ja doof, ne? Schön. Wir haben vierseitige Rahmen. Hey. Ich freue mich und ich merke immer, ich merke das jedes Mal. Wenn ich anfange, sitze ich noch so. Und im Spiel sacke ich immer weiter in mich zusammen. Das ist befremdlich, aber naja. Es ist nun mal so. Alter, wie viele Schrauben pumpe ich denn hier raus? Und aus welchem Grund? Okay, ordentlich. Ohne irgendwelche Gründe. Voll ausgelassen und ihr entsprechend auch, ne? Warum haue ich hier so viele Schrauben raus? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Naja, ich glaube, ich muss hier irgendwann nochmal irgendwas reinbauen. Irgendwas, was Schrauben braucht. Das Band kriegt genug weggeschaufelt, alles cool. Ja, aber von... Ja, das ist ja viel zu viel, zu viel, zu viel. Ich wollte ja eigentlich nochmal irgendwie Eisenplatten von wegholen. Hm. Du bist voll ausgelastet. Wieso bist du eigentlich so voll?
Der rotzt die nur so raus. Der ist voll. Aber du haust doch hier 30 raus. Und du brauchst doch auch 30, oder nicht? Ja. Hm. Das ist doch dämlich. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Also wirklich gar keine. Aber ich glaube... Ach, ich will hier auch keine Schnecken investieren. Das ist totaler Blödsinn. Schon gar nicht wegen Eisenplatten. Nee, das lassen wir so. Ist das hier? Gib her. So. Wieder mal ist eine Fabrik gewachsen. Ich gucke mir das jetzt mal vom Spacelift aus an. Hui. Das gönne ich mir zum Abschluss. Ich glaube, ich kletter mal da oben auf den Turm rauf. Hier waren wir lange nicht mehr. Hier waren wir ewig nicht mehr. Alter Vater. Und es sieht mittlerweile echt alles gut durchbetoniert aus. Meine Fresse. Eigentlich ja ganz cool, ne? Und dann müssen wir nochmal eine Halle drüber ziehen. Haben wir noch Zeit? Ne, wir haben keine Zeit mehr. Schade. Ansonsten hätte ich da jetzt nochmal komplett eine Halle drumrum. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ist versprochen, das gibt's beim nächsten Mal. Und dann kümmern wir uns kurz um Logistik und dann betonieren wir erstmal wieder ordentlich, dass wir gucken. Hier ist auch schön viel Fläche eigentlich, ne? Sieht von hier unten zum hier oben zumindest recht eben aus. Könnten wir mal machen. Aber das ist eine Sache für die nächste Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und kommentiert recht fleißig. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Vielen Dank fürs Zugucken. Reinhauen.